Boah, heute ist echt ein cooler Tag. Ich glaube, ich rufe meine Freunde Schleimi und Lumi zum Spielen. Oh, ich hoffe, Schleimi ist zurück. Schleimi! Schleimi, bist du zu Hause? Oh Mann, Schleimi ist nicht zu Hause. Hä? Wer ist das denn hier oben? Ich will da hoch. Och Mann, schnell runter, hier ist gefährlich, ey. Ich bin das Nächste. Und yippie, hey, Geronimo. Warte mal. Ja? Wer bist denn du? Ich bin Jimmy, der kleine Bruder von Lumi. Der kleine Bruder von Lumi? Aber du bist orange. Hm? Du siehst aus wie der andere Jimmy. Ich dachte, du bist der Bruder von dem großen Jimmy. Nein, Lumi hat mich adoptiert. Mhm. Und ich bin sein kleiner Bruder und bin neu hier. Oh, du bist ja voll süß. Lass mal deine Wangen knuddeln. Hey, geh weg, Mann. Das will ich nicht. Das machen voll viele und dann kriege ich immer so Abdrücke. Oh, mach das nicht. Tut mir leid. Du heißt Jimmy? Genau, aber ich habe jetzt auch gar keine Zeit für dich. Und am besten sagst du auch Lumi, dass ich heute gar keine Zeit für ihn habe. Ich kann erst die nächsten Tage wieder. Kannst du ihm das ausrichten? Okay, ich wollte gerade sowieso zu Lumi. Du, willst du nicht mitkommen? Ich komm später vielleicht vorbei. Aber erstmal geh du zu Lumi. Ich bin hier so lang. Tschüss. Okay. Hä, Freunde? Lumi hat mir gar nicht erzählt, dass er jemanden adoptiert hat. Vor allem einen kleinen Bruder. Lumi ist doch mein bester Freund. Er hätte mir sowas sofort erzählt. Das ist komisch. Irgendwas stimmt da nicht. Wenn du auch findest, dass das komisch ist, dann lass mal jetzt ein Like da. Und wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich wirklich freuen. Ach ja, Freunde, in diesem Video habe ich wieder 3 Bananen versteckt. Wenn du es schaffst, alle Bananen zu finden, dann schick in die Kommentare mal ein gelbes Herz, damit ich sehen kann, wer von euch alle 3 Bananen gefunden hat. Jetzt gehe ich aber erstmal zu Lumi. Er muss mir mal so einiges erklären. Lumi, bist du zu Hause? Oh, Lumi, mach auf! Mann, ich mach selber auf. Lumi? Oh, du schläfst bestimmt, du Dussel. Lumi, aufstehen! Hä? Der ist... Oh Mann, der ist bestimmt wieder Diamantenfarben gegangen. Das ist voll blöd, er ruft mich nie an. Hä? Guck mal, da ist dieser Jimmy. Der beobachtet mich die ganze Zeit. Ich habe so ein komisches Gefühl bei dem. Naja, ich gehe nach Hause. Ich habe was Besseres. Jimmy. Tschüss, Pixie. Ich muss ein paar Dinge erledigen. Wir sehen uns. Kannst du vielleicht bei zu Hause vielleicht mir Orangen bringen? Das wäre richtig nett. Ich habe jetzt aber auch was zu tun. Tschüss. Okay, ich soll ihm ein paar Orangen bringen? Da stimmt doch was nicht, Freunde. Ich versteck mich jetzt hier mal. Ich guck mal, was er vorhat. Oh, wieso? Wartet mal. Der hat die Wand kaputt gemacht. Aber wenn er doch adoptiert ist und der kleine Bruder von Lumi jetzt ist, dann würde er doch nicht einbrechen. Oh, da stimmt was nicht. Wir müssen näher ran. Was macht er da? Hä? Da sind Diamanten. Oh, er klaut die Diamanten von Lumi. Oh Mann, ich wusste, da stimmt was nicht. Er macht da auch einiges kaputt. Okay, ich muss schnell weg. Ich versteck mich hier drüben. Oh. Das hat so Spaß gemacht. Diamanten! Oh, endlich bin ich auch so reich wie Lumi. Aber ich muss jetzt erstmal nach Hause gehen. Oh Mann, ich wusste, da stimmt was nicht. Hattet ihr auch ein komisches Gefühl bei der ganzen Sache? Dann seid mal ehrlich und lasst ein Like da, wenn du ein komisches Gefühl hattest. Oh, okay, wir müssen uns jetzt was einfallen lassen. Ich muss irgendwie in dieses Haus reinkommen und ihn beobachten. Aber ihr wisst ja, ich habe hier noch einige Kameras zu Hause, die ich vielleicht bei ihm platzieren kann. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. So, wo habe ich meine Kameras gelassen? Irgendwo in dieser Kiste. Auch nicht. Hier auch nicht. Oh, hier. Ich habe noch 10 Stück. Und sogar einen Kameramonitor. Jetzt muss ich ihn irgendwie nur noch da rauslocken. Oh Mann. Jimmy? Was war das denn? Wer klingelt denn jetzt schon wieder? Nein, ich kann jetzt nicht. Och Mann.
Mach mal auf. Hallo, wer ist da? Hallo, Jimmy. Nicht reinkommen, geh wieder raus. Oh, okay. Das ist mein Zuhause, weißt du? Und naja, ich hab hier gar nichts. Und außerdem habe ich keine Zeit für dich. Was ist los, Pixi? Aber wenn du doch von Lumi adoptiert worden bist, warum schläfst du da nicht bei Lumi, sondern bei dir? Das kann ich dir jetzt nicht sagen, Pixi. Das ist eine Sache zwischen mir und Lumi. Was willst du überhaupt? Oh, Freunde, wie mache ich das am besten? Ich brauche jetzt ganz schnell eine Ausrede von euch. Schreibt mir mal eure besten Ausreden unten in die Kommentare. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Los, los, los. Währenddessen versuche ich ihn irgendwie abzulenken. Jimmy? Ja, was ist los? Du magst doch die Farbe Orange, oder? Na klar, das ist meine Lieblingsfarbe. Ich habe gehört, im Supermarkt da drüben gibt es jetzt Orangen im Angebot. Da musst du unbedingt hin. Weißt du, ich habe noch richtig viele Orangen im Kühlschrank. Und außerdem meinte Lumi zu mir, dass ich nach 18 Uhr gar nicht mehr rausgehen soll. Heute ist eh nicht so tolles Wetter. Ich bleib wohl besser drin. Oh nein. Jimmy. Ja? Lumi hat gesagt, du sollst sofort zum Shop hingehen. Wenn das Lumi sagt, dann muss ich das machen. Kannst du für mich vielleicht die Tür zumachen? Ich muss los. Tschüss. Okay. Oh, Freunde, das war super einfach. Ich werde mir jetzt alle eure Kommentare in der Zeit durchlesen. Aber wir müssen jetzt hier erstmal kurz rein, bevor er zurückkommt. Denn wir müssen nämlich die Kameras platzieren. Hier oben. Wartet. Oh, ich bin zu klein. So, anschließen. Und hier drüben. So, anschließen. Ich muss hier raus. Warum hat er eine Leiter dort oben? Irgendwas stimmt mit diesem kleinen Jimmy nicht. Und wir werden seine Geheimnisse herausfinden. Und das zusammen mit deiner Hilfe. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass du das Video bis zum Schluss schaust. Okay, wir müssen jetzt schleunigst raus, bevor Jimmy zurückkommt. Wo ist der? Oh, ich glaube, der ist noch im Laden. Guck mal da. Oh, er kommt. Jimmy? Ja, Braxy? Lumi war da gar nicht. Hast du mich etwa hochgenommen? Nein. Habe ich etwa gesagt, dass Lumi dich gerufen hat? Ja, hast du. Ist auch jetzt egal, Braxy. Weißt du was? Wir sehen uns morgen. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit für dich. Ich will PlayStation spielen. Ein neues Spiel ist rausgekommen. Genau. Okay, mach das. Wir sehen uns. Tschüss. Oh, Mann. Irgendwas stimmt mit diesem Jimmy nicht. Aber jetzt habe ich ja Kameras platziert und kann ihn mal ein bisschen beobachten, was der nämlich so vorhat. Okay, ich setze mich jetzt an meinen PC und schau mir mal die Kameras an. Da sind wir. Da ist auch dieser Jimmy und er hat auch eine Diamantenrüstung. Oh, was sagt er gerade? Ja, ich bin mega reich. Oh, das macht so Spaß. Eigentlich müssen wir von jedem ein paar Dias nehmen, weil Lumi hat bestimmt auch Dias, aber Dino auch. Und vielleicht auch Slimy. Oh, Slimy hat bestimmt richtig viele Leute. Oh, er will bei Slimy einbrechen. Und Slimy ist doch auch mein bester Freund. Oh, das müssen wir unbedingt irgendwie verhindern. Es ist dunkel. Ich glaube, er macht nichts, wenn es dunkel ist. Ich würde jetzt erstmal schlafen gehen und morgen früh werde ich sofort in Slimys Haus gehen, um das zu verhindern. Ich stelle mir jetzt erstmal einen Wecker auf 7 Uhr morgens. Okay. Jetzt bin ich auch schon sehr, sehr müde. Mann, blöder Weg. Oh nein, es ist 7.10 Uhr. Ich habe verschlafen. Oh Mann, der Jimmy wollte doch bei Slimy einbrechen. Ich muss das unbedingt... Da ist er schon. Der schleicht sich da ran. Oh Mann, der kann da doch nicht einbrechen. Rexy, hey, ich wollte gerade zur Schule gehen. Ich wollte noch einen kleinen Umweg machen, weißt du? Hausaufgaben und so. Zur Schule? Die Schule ist da drüben. Und nicht hier. Ja. Du kannst ruhig da lang gehen. Weißt du, ob Slimy da ist? Wir haben uns verabredet heute. Ja, genau. Nee, Slimy ist nicht da. Und ihr habt euch bestimmt nicht verabredet. Was? Na klar, er hat mir eine Aufgabe gegeben. Wenn er nicht da ist, dann soll ich nämlich seinen Hund bewachen. Genau, ich soll mit ihm Gassi gehen. Also besser, ich gehe jetzt rein, ja? Nein, Jimmy, du gehst da nicht rein.
Was? Oh, kannst du nicht einfach zur Schule gehen? Ich mach wirklich nichts. Ich muss nur den Hund beschützen und Gassi gehen. Freunde, ich muss jetzt unauffällig sein. Ich muss so tun, als ob ich weggehe. Okay, ich gehe da mal nach Hause, Timmy. Tschüss. Okay, Brixie. Tschüss. Wir müssen das Ganze jetzt wieder beobachten. Ich glaube, ich muss das Ganze mal aufnehmen, damit mir die Leute glauben, dass er hier am Clown ist. Oh, wir nehmen das Ganze jetzt auf, weil ich brauche natürlich Beweise, um das meinen Freunden zu zeigen, wie er hier am Clown ist. Hä? Wo ist er hin? Wo ist der kleine... Da ist er. Was macht er da? Oh, der sieht mich nicht. Das macht Spaß. Noch mehr Dias. Oh Mann, die haben ihre Dias ja voll schlecht versteckt. Ey, was für Idioten. Oh, Lumi hat mir das richtig gut beigebracht. Ist hier vielleicht noch was? Nein. Habt ihr das gerade auch gehört? Er hat gesagt, dass Lumi ihm das beigebracht hat. Okay, Aufnahme beenden. So, das haben wir aufgenommen. Okay, gut, dass er das gesagt hat. Das ist unser erster Beweis, dass er zwei Sachen hat. Das erste Geheimnis, er ist bei Lumi selber eingebrochen. Und das zweite ist, dass er bei Schleimi eingebrochen ist. Oh Mann, wir müssen zurück und in die Kameras wieder reinschauen, was er noch so vorhat. Wir müssen jetzt das alles aufhalten. Okay, ich muss mich jetzt wieder hier hinsetzen. So, rein in die Kameras. Oh, da ist er. Ich werde die Dias einfach hier reintun. Oh, ich habe schon zwei Dia-Ausrüstungen. Ich sollte wohl aufhören damit. Was hat er vor? Hä? Er benutzt die Treppe, aber die führt doch zu nichts. Oh Mann, wir müssen das weiter beobachten. Und? Hä? Der hat einen geheimen Bunker. Oh mein Gott, ich wusste, dass er Geheimnisse hat. Oh, wir müssen uns das Ganze unbedingt anschauen. Oh Mann, ich wusste, dass er so krasse Geheimnisse hat. Er hat sogar einen geheimen Bunker. Wir müssen da unbedingt rein. Wir müssen herausfinden, was dort drin ist. Ach so, hast du schon die ersten Bananen gefunden? Oder noch nicht? Ich bin echt gespannt, ob ihr fleißig seid. So, wir müssen jetzt irgendwie warten, bis er das Haus verlässt und dann in seinen geheimen Bunker rein. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Aber ich würde sagen, ich verstecke mich hier oben auf das Klettergerüst und warte, bis er rausgeht. Weil, ich meine, ihr habt ja Jimmy gesehen. Er ist klein und kleine Kinder wollen unbedingt spielen und irgendwann muss er rauskommen. Oh Mann, es ist schon fast dunkel geworden. Jimmy kommt raus. Ich werde jetzt erstmal einen kleinen Spaziergang machen. Dieser ganze Diebesgut, das raubt echt einen die Nerven. Oh Mann, das ist meine Chance. Er geht jetzt einen Spaziergang machen. Vielleicht sollte ich auch die ganzen Diamanten zurückklauen. Aber macht es mich dann besser als... Was macht er? Was macht er in meinem... Der beobachtet mein Haus. Oh Mann, egal, ich habe keine Zeit. Wir müssen unbedingt hier rein. Er hat die Diamanten hier irgendwo versteckt. Wartet. Oh, vier Diamanten und eine Rüstung, die muss ich ihn unbedingt zurückklauen. So, und jetzt hat er hier doch irgendwo seinen geheimen Bunker. Wartet mal kurz. Das war doch hier irgendwo. War das hinter seinem Bett? Hä? Wie ist er denn hier reingegangen? Ich verstehe das nicht. Hä? Oh mein Gott. Das ist eine geheime Wand. Wow, was ist das denn hier? Der hat einfach wirklich eine geheime Base. Aber wartet mal, das ist eine Nummernschlosstür. Ich habe doch keine Ahnung, was für ein Passwort das ist. Oh Mann, wartet mal. Ich brauche jetzt einmal ganz kurz eure Hilfe. Schreibt mir mal eure Lieblingszahlen in die Kommentare. Vielleicht ist ja eure Lieblingszahl auch das Passwort. Boah, ich werde mir jeden Kommentar durchlesen. Es ist ganz wichtig. Los. Okay, ich mache mal einmal ganz kurz mein Geheimpasswort. Wartet mal. 0109 ist meine Lieblingszahl. Es funktioniert nicht. 1111? Oh, auch nicht. Mann, ich hoffe, ihr habt mir eure Geheimzahlen reingeschrieben. Wir müssen das jetzt irgendwie herausfinden. Oh Mann, ich muss hier raus. Wartet mal, ich habe doch noch Kameras bei mir. Ich platziere jetzt einfach mal eine Kamera hier hin. So, und
verbinde sie. Vielleicht kann ich ja herausfinden, was das Passwort ist. Ich muss hier ganz schnell raus. Am besten gehe ich von hinten und warte jetzt einfach, bis er wieder nach Hause kommt. Oh Mann, endlich ist der kleine Jimmy zu Hause. Der hat bestimmt wieder Diebesgut. Aber er würde sich wundern. Er geht da rein. Okay, meine Chance. Ich muss jetzt mal ganz kurz in die Kameras reinschauen. Wie war nochmal das Passwort? Ich hab's mir doch irgendwo aufgeschrieben. Warte mal. Oh ja. In meiner Hosentasche vielleicht? Das war doch 5531. Och nein! Oh nein, das war der falsche Zettel. Das war der. Das war. Och noch nein, warte mal. Ah, ich hab ihn! 9911. Ja! Boah, Leute! Ich weiß, was das Passwort ist. Das ist gleich unsere Chance. Jetzt müssen wir halt wirklich nur noch warten, bis er schlafen geht. Und dann gehen wir da runter und schauen uns mal seine geheime Base an. Oh, ja, Leute, das war echt, echt gefährlich, ey. Oh Mann, ich bin aber schon richtig müde. Oh, ich muss mich schlafen legen. Ich bin schon ganz windelig. Oh. Oh, er geht schlafen. Das ist meine Chance. Yes. Ich glaube, er schläft. Das ist meine Chance, jetzt hier reinzukommen. Und... Orangen. Oh Mann, eigentlich ist Jimmy voll niedlich. Schaut ihn euch an. Er sieht so unschuldig aus. Oh Mann. Breakfast. Bananen. Oh Mann. Freunde, findet ihr nicht auch, dass er niedlich ist? Wenn du findest, dass Jimmy eigentlich ein kleiner, niedlicher Junge ist, dann lass jetzt in den nächsten 3 Sekunden ein Like da. 3, 2, 1, liken! Oh, ich würde auch liken, wenn ich ihr wärt. So, jetzt müssen wir aber mal ganz kurz nach unten, bevor er aufsteht. So, okay. Da. Oh Mann, okay. Das Passwort war 5513. Hä? Wartet mal. 5531. Oh nein, oh nein. Oh, Freunde, oh, wie war das Passwort? Schreibt mal bitte ganz schnell in die Kommentare, wie das Passwort war. Ich, Dosel, hab's vergessen. Oh Mann, los, los, helft mir. Und wenn du richtig gelegen hast, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ich schauen kann, ob ihr aufgepasst habt. Okay, ich glaube, ich weiß, was es war. Es war 9911. Wow, wir sind drin. Wenn du richtig gelegen hast, dann lass es mich gerne wissen und vergiss nicht zu abonnieren. Okay, wow, er hat hier Kameras und einen Computer. Hä? Was ist das für eine Kiste? Okay, wir müssen mal ganz kurz reinschauen, was er mit dem Computer alles gemacht hat. Wir müssen uns jetzt hier reinhacken. Oh, okay, wir probieren das Passwort von der Tür einfach nochmal. 9911. Wir sind drin. Er hat eine Kamera in Hannas Wohnung platziert. Warum denn das? Das macht doch gar keinen Sinn. Er beobachtet Hanna. Aber warum sollte er Hanna beobachten? Oh Mann, das wird mir alles zu brenzlig hier. Was ist das für eine Kiste? Oh, er hat so viel TNT und ein Masterplanbuch. Was steht da drin? Wir müssen uns das unbedingt anschauen. Geheimer Plan. Lumis Freundin Hanna entführen und Hannas Haus mit TNT befüllen. Oh nein, Freunde. Wir müssen das unbedingt aufhalten. Ich muss ihm das ganze TNT klauen. Oh, sonst jagt er Hannas Haus in die Luft. Okay, das haben wir gemacht. So, jetzt müssen wir schnell hier raus, bevor er aufsteht. So, oh nein. Raus, 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 raus. Ich nehme die Kamera hier auch noch mit. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, die Kamera ist weg. Wir müssen jetzt hier raus. Schnell, schnell, schnell. Ich muss hier raus. Mann, wie unschuldig er ist. Ganz langsam. Was war das? Was war das? Da war irgendjemand. Hey, Brixy! Oh. Was hast du hier zu suchen? Hi, Jimmy. Guck mal. Ich hab ja gesehen, dass du die Diamantenrüstung hast. Und ich hab den Helm mitgebracht. Warte mal.
Der hat genau die gleiche Macke, wie den ich in der Kiste hatte. Warst du etwa in meiner Kiste, Brexy? Nein, ich muss jetzt auch los. Tschüss, Jimmy, wir sehen uns. Brexy, bleib stehen. Du hast bei mir geklaut. Du bist ein Dieb. Das werde ich Lumi erzählen, dass du mich beklaut hast, sein kleinen Bruder. Oh nein, ich werde ihm erzählen, dass du ihn beklaut hast und dass du Schleim ihn beklauen wolltest und dass du Hannah entführen wolltest. Du hast gar keine Beweise. Du weißt gar nichts. Du denkst dir das alles aus. Das sind meine Sachen, die du da genommen hast. Genau. Aha. Und was ist, wenn ich ihm erzähle, dass du einen geheimen Bunker hast und dass du ein Buch hast, wo drin steht, was dein Masterplan ist? Okay, Brexy. Weißt du was? Kann sein, dass du vielleicht echt zu viel weißt. Können wir das einfach vergessen? Und du erzählst niemandem was und ich mache auch nichts. Wenn du willst, dann mache ich den Bunker wieder zu und vergessen wir einfach alles. Ich gehe jetzt erstmal. Wir sehen uns, Jimmy. Nein, was soll ich denn jetzt machen? Oh, Freunde, wir müssen das unbedingt Lumi erzählen. Und damit Lumi mir glaubt, müsst ihr jetzt unbedingt ein Like da lassen. Denn je mehr Likes das Video hat, desto glaubwürdiger bin ich. Und deswegen brauche ich jetzt eure Hilfe innerhalb der nächsten 3 Sekunden. 3, 2, 1, liken! Oh, danke wirklich an jeden, der noch nicht geliked hat und erst jetzt das Video geliked hat. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert den Kanal und vergesst nicht, meine Freunde abzuchecken. Die sind alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ach so, bevor du gehst, check gerne noch dieses Video hier oben rechts ab. Das ist super cool. Abonniert alle Brexy. Tschüss. Brexy abonniert. Brexy.